Herzlich willkommen im Markenrebell-Podcast. Ich freue mich sehr, heute Dr. Matthias Stephan bei mir begrüßen zu können. Er ist promovierter Mathematiker, Weltverbesserer, Teamleiter bei Siemens, Technologie, KI-Fan, Teilzeitgründer, darüber sprechen wir nachher nochmal, Frühaufsteher, Automation-Evangelist und Gründercoach. Hallo Matthias. Hallo Norman, schön, dass ich mal in deinem Podcast sein kann. Es wurde ja auch echt Zeit. Wir haben uns echt Mühe gegeben, dass wir uns verabredet haben. Und was haben wir gemacht? Haben wir verpasst. Genau. Matthias, wir haben uns den wärmsten Tag des Jahres, ich glaube, heute sind 40 Grad erwartet. Ja. Ich glaube, wir beide zerfließen. Wir durften alle Lüfter ausmachen, damit wir das hier nicht auf der Tonspur haben. Ich habe mich auch hier schön barrikadiert, also schön dunkel. Ja, passt. Also mal gucken, wie lange wir es durchhalten. Aber richtig. Ich glaube, es wird heute eine sehr spannende Folge. Ich glaube, eine sehr inspirierende, innovative Folge. Aber bevor wir da reinstarten, Matthias, würde ich dich bitten, vielleicht nochmal selbst dich vorzustellen als Privatperson und was genau du beruflich machst. Ich habe ein paar Sachen aufgezählt. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Also bin promovierter Mathematiker, also habe im Prinzip an der Uni so diese ganze theoretische, den Background sozusagen mitgenommen und habe dann irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt der Weg, den ich langfristig gehen möchte und bin dann im Prinzip in die Wirtschaft gegangen. Mhm. Habe dann bei Siemens angefangen, also auch so in dem Bereich Sales und Marketing Analytics. Ne, da kommt jetzt auch so ein bisschen diese Affinität zum Online-Marketing halt eben her, ne, dass man da halt jetzt echt schon über, ich sag mal, Datenanalyse viel Insights halt eben generieren kann. Und dann bin ich im Prinzip über eine weitere Station zu einem internen Startup sozusagen gekommen bei Siemens, ne, das Siemens Data Visions innerhalb der Digital Industries, wo ich so ein bisschen diese Welt Startup halt eben kennenlernen durfte. Ne? Und das hat mich in der Tat sehr, sehr mitgerissen. Ne? Und das war auch der Punkt, der Startschuss, weswegen ich gesagt habe, okay, jetzt gründe ich halt, vor 3 Jahren war es dann, gründe ich halt ein eigenes Unternehmen. Und zwar mit der Zielsetzung halt auch eine Beratung oder beziehungsweise Unterstützung für Startups anzubieten. Und zwar halt wirklich so in diesem Gedanken, hey, jeder von uns hat ja irgendwie Ideen, ne? Also so von wegen, ey, da kann man ja was machen, ne? Und lass uns doch mal dran weiterdenken. Also so richtig, dass da eine Passion halt eben steht und genau diese Ideen, die wollen ja auch weitergedacht und umgesetzt werden. Und ich habe halt festgestellt, dass es an verschiedenen Stellen halt diese Punkte halt eben gab, wo es dann halt nicht weitergeht, ne, sei es halt auf technologischer Ebene, aber auch so methodisch, ne, wie gehe ich halt eben ran. Ne, und meine Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren sammeln konnte, ne, die wollte ich jetzt im Prinzip der Welt, ne, so zur Verfügung stellen. Und halt deswegen habe ich Quandis gegründet, ne, mit dem Slogan Ideas to Impact, also ne, wie man halt wirklich Ideen zu einem Beitrag für die Welt, ne, dann halt eben bringen kann. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz entscheidender Aspekt halt eben dabei. Es soll jetzt nicht im Prinzip im Vordergrund stehen, halt irgendwie einen Cash zu generieren. Ich meine, das gehört halt dazu, ne? Also irgendwo wollen wir alle irgendwie leben. Aber ich finde, ich lasse mich gerne für die Ideen begeistern, wo halt einfach ein Mehrwert für die Gesellschaft dahinter steht. Ne? Also sei es, war halt so ein erstes Projekt halt, wo man eine Plattform für soziales Lernen, ne? Also Gruppen, innerhalb von Gruppen fördern könnten, ne? dann halt eben da mit reinzugehen. Oder eine App für Klimaschutz, ne? Sowas halt. Ja. Und ich finde nämlich, das ist etwas, was, ne, ich kenne da so ein bisschen das Konzern, den Kontext eben auch, was dann manchmal im Laufe des Lebens halt auf der Strecke bleibt, ne, jetzt, dass ich wirklich einen Sinn in dem sehe und erkenne und entdecken kann, was ich tue. Ne? Und deswegen
ja, habe ich halt dieses Teilzeitprojekt damals gestartet und stelle halt eben fest, dass das läuft jetzt ganz gut. Ne? Wir starten halt jetzt weiter durch und gehen halt mit Passion, Methodik, aber auch Technologie halt insbesondere dann da rein. Ja. Genau. Wir haben uns ja heute zwei Themen überlegt, beziehungsweise versuchen wir die jetzt hier unser hitziges Zeitfenster reinzuquetschen. Einmal das Thema Social Coding Camp. Werden wir drüber sprechen. Und die neue Stufe des Online-Marketings finde ich auch super spannend. KI-basiertes Suchmaschinenoptimierung im Grunde. Bevor wir da so ein bisschen mehr in die Beleuchtung gehen, würde mich noch so ein bisschen deine Historie interessieren. Lass uns mal so an den Punkt gehen, an dem du so für dich entdeckt hast, dass dieses Thema Technologie, dass dieser Drang auch aus Ideen Innovation werden zu lassen. Wann fing das an bei dir? Wann hast du gemerkt, wow, das geht genau in diese Richtung? Ja, kann man schon ins Kindesalter zurückschauen letztendlich. Ne? Also in meinem PC, damit bin ich halt eben aufgewachsen, auch jetzt, ich sag mal, über Programmierung und dergleichen. Das fand ich halt immer schon faszinierend. Ne? Also meine Codezeile in Basic halt zu schreiben, das war halt so das, womit ich halt angefangen habe. Das kenne ich auch noch. Ja, kennt halt, glaube ich, keiner mehr hier heutzutage. Heutzutage gibt es halt nur noch Python. Aber das hat mich halt nie losgelassen. Ne? Also das hat mich die ganze Zeit halt begeistert. Ne? Also einfach diese Möglichkeit, die dahinter steckt, kreativ Lösungen zu gestalten oder zu entwickeln. Ne? Also das ist ein Handwerkszeug, also die Technologie, die wir heute haben, ist ein Handwerkszeug, welches leider, sage ich jetzt einfach mal, nicht viele beherrschen, ne? Also wo halt durchaus viel Potenzial ist, ne? Also was wirklich so ein bisschen die heutigen Magier sind, finde ich, ne? So kann man es vielleicht auch vergleichen, ne? Und die halt, wo man wirklich ein Stück weit die Welt neu kreieren kann. Ne? Das ist eine ganz andere Welt. Und wir sehen halt jetzt auch, ne, das ganze Thema Digitalisierung, das nimmt ja immer mehr Form an, dass wir an diesem Punkt halt eben sind, wo wir über künstliche Intelligenz in jeglicher Form, ne, dann neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen können und die auch wirklich dann einen Impact haben, ne, auf unseren Alltag am Ende des Tages. Ne? Ja. Und das hat mich halt immer begleitet, jetzt so in der Vergangenheit. Und ich persönlich bin jetzt so ein bisschen raus, ne, jetzt selber zu coden, sondern ne, bin jetzt eher mehr der Coach, der halt andere befähigt, selbstständig auch kreativ tätig zu werden, ne, in dem Zusammenhang. Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich interessant, vielleicht selber Entwickler, Entwicklerin zu sein oder zu werden. Ja, richtig. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, weil ich unterscheide immer, wenn wir mal unsere digitale Welt als Matrix begreifen, ja, dann gibt es einmal die Entwickler, also jetzt nicht nur die Programmierer, sondern die das Ding auch wirklich weiterführen können, aufgrund ihres technischen Know-hows, Verständnisses. Und die anderen sind halt die Nutzer der Matrix. Das sind die eben das, was andere hergestellt haben, ja, erfunden, gestaltet, entwickelt haben, programmiert haben, die das am Ende nutzen. Wie wichtig ist aus deiner Sicht heute in die Zukunft gerichtet, dass wir uns mit diesen Themen viel intensiver beschäftigen müssen, vielleicht auch gerade so einen gewissen Bildungsauftrag auch in unser Bildungssystem irgendwie reinkriegen? Ich finde das sehr wichtig. Also man weiß ja im Prinzip jetzt schon, oder das ist ja in aller Munde, dass sich, ich sag mal, die gesellschaftliche Form oder die Art und Weise, wie wir halt arbeiten werden, in Zukunft auch anders aussehen wird. Ne? Also im Prinzip, früher war es die Industrialisierung, ne? Da stand man vielleicht irgendwie an der Maschine. Ne? Jetzt hatten wir eine Zeit lang halt eben diese Service-Orientierung so als Zeitalter und ich sehe halt durchaus dieses KI-Zeitalter auf uns zukommen, wenn wir nicht auch schon jetzt drin sind so in dem Zusammenhang. Drin. Und absolut. Richtig. Ja. Ne? Und es ist halt schwierig oder schade, wenn es halt nur einigen wenigen sozusagen, dass die halt diesen Einblick oder beziehungsweise dieses Fenster halt eben öffnen können, diese Tür in diesen Raum, der da halt entsteht, um halt auch gestalten zu können. Und was ich halt eben feststelle, das auch so beruflich gesehen aus der Vergangenheit, es öffnet sich eben auch ein Fenster, wo mehr Möglichkeiten auch durch die Technologie gegeben werden, ne? Halt konkret
für auch aus einem, der halt mehr Nutzer ist, ne? Mehr aus dem Business, ne? Also jetzt kein, ich sag mal, Coding-Verständnis hat, dann trotzdem ja, Sequenzen oder auch, ich sag mal, KIs zu entwickeln. Ne? Also so Schlagwort Low-Coding, Schlagwort, ja, ich sag mal, Drag-and-Drop-Automatisierung und dergleichen. Ne? Also das, da ist mittlerweile so viel passiert. Da gibt es viele Anbieter, die wirklich sehr, sehr gute Software mittlerweile auf den Markt gebracht haben. Und das eröffnet uns halt auch diese Möglichkeit, nochmal umzudenken. Ne? Weil aktuell ist es so, das Feld der To-Dos und Aufgaben, die jetzt einfach sich ermöglichen, ne, oder beziehungsweise ergeben, ne, dass ja, wie viele KI-Ideen sozusagen da sind, ne, ist halt so groß, dass eigentlich ich sag mal, die Entwickler gar nicht hinterherkommen. Ne? Also das sieht man im Bereich Applikationsentwicklung, im Bereich KI, da haben wir ja die Data Scientists, die eigentlich die Experten sind, hochbezahlte Personen. Und am Ende würde ich halt sagen, geht zum Beispiel beim Thema KI halt weniger darum, halt wirklich Modelle zu entwickeln. Ne? Das ist jetzt aktuell der Fall, ne? Sondern halt mehr in Prozessen halt zu denken und zu schauen, wie man halt eine KI anlernt. Ne? Also wirklich wie so eine Art Kind, ne? Was ich halt erziehen muss, dass es halt das Richtige macht, was in diesem System, in diesem abgeschlossenen System halt eben notwendig ist. Ne? Das ist eigentlich so der Weg. Und mittlerweile gibt es halt eben ausreichend oder relativ viele Zugänge genau zu diesem Ansatz. Und da sehe ich eben auch jetzt so einen Bildungsauftrag, wie du gesagt hast, eine Aufgabe, halt das zu erschließen in dem Zusammenhang. Ne? Und auch Leuten, Menschen diese Möglichkeiten halt mitzugeben, was heutzutage schon machbar ist und möglich ist. Ne? Ja. Und man sieht das ja auch schon im Kleinen, ja. Also wir verwenden heute schon AI-Tools, um Blogartikel zu schreiben. Ja, da hätten wir Stunden damit verbracht, um uns irgendwas zu entwickeln oder sonst irgendwas. Ja. Heute fütterst ein Tool und du kriegst Unique Content. KI-basiert. Und gucken wir es uns im Großen an, um mal das ganz große Rad zu schlagen. Automobilindustrie, ja, ein mega Change-Prozess, der da gerade im Gange ist. Auf Industrieebene, wo quasi Automobilhersteller, sprich Schlüsseltechnologie für Deutschland oder auch Westeuropa, die uns auch so in diesen Wohlstand gebracht haben, ja, und auch weltweiten Impact hatten, ja, mit diesen Entwicklungen, die jetzt verstanden haben, dass die Hardware gar nicht mehr so relevant ist für die Zukunft, sondern dass sie eigentlich mehr zu einem Softwareunternehmen transformieren müssen. Ja, und das sehe ich eben auch in ganz vielen unterschiedlichen Branchen, bis hin zur Vermögensverwaltung oder auch Banken, die darüber nachdenken müssen, inwieweit ihre analogen Assets jetzt zur Software werden und das zu einer intelligenten Software werden. Ja. Also da siehst du wahrscheinlich noch viel mehr bei Siemens. Eine kurze Unterbrechung mit einem Hinweis für dich in eigener Sache. Wie du sicher weißt, lieben wir Podcasts. Immerhin sind wir seit 2015 mit diesem Podcast hier am Start, haben über 1000 Folgen produziert, erreichen jeden Monat bis zu 70.000 Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte und durften bereits vielen anderen Unternehmen im Podcasting helfen. Für uns ist ein Podcast das perfekte Kommunikationstool im Digital Leadership, um exakt die gewünschte Zielgruppe zu erreichen, Fachkräfte zu finden, eine Personal Brand zu etablieren oder auch ein belastbares Netzwerk aufzubauen. Ein eigener Podcast ist das effizienteste Digital-Marketing. Kaum Kosten und wenig Zeitinvest. Und du erreichst Top-Ergebnisse in Marketing, Vertrieb und HR. Von der Beratung über die Konzeption, Produktion bis hin zur Vermarktung helfen wir dir da, wo du selbst nicht weiterkommst, oder wir übernehmen deine Podcast-Produktion im Full-Service. Wir wissen über Podcasting alles, was man wissen muss, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann besuch uns gern auf unserer neuen Website unter www.genius-alliance.fm oder du findest den Link natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes. Und nun geht's weiter hier. Ja, also genau, ich meine, ich kann, so meine Erfahrung ist halt, dass viele Unternehmen, jetzt auch große Konzerne, halt in so einen Stuck-State geraten. Ja, also entsprechend ist die Welt draußen halt volatil. Ne? Also im Prinzip ist dieser Druck halt da, dieser Digitalisierungsdruck.
Und es ist halt wichtig, dass man da wettbewerbsfähig bleibt, ne, in dem Zusammenhang. Und was da entscheidend ist, ist ja sowohl nach innen gerichtet, ne, also interne Prozesse, ne, sich anzuschauen, dass die halt möglichst automatisiert werden. Ne, das ist halt das eine, ne, dass man da schlanker und ja, flexibler halt eben aufgestellt ist, langfristig gesehen. Ne? Und natürlich nach außen hin wieder mögliche Geschäftsfelder so zu erschließen, also neue Geschäftsmöglichkeiten, die auf Technologie basiert, die ja, vielleicht vor 10, 20 Jahren halt noch nicht verfügbar war. Ne? Also da wirklich in diesem Flow halt eben zu sein, das ist eine Riesenaufgabe. Und was halt ein hochspannender Ansatz ist, den ich finde, zu schauen, dass man die Belegschaft, also ne, die Kollegen, die ja eigentlich schon da sind, ne, und die Prozesse kennen, also das Domain-Know-how haben, ne, dass man denen die Technologie entsprechend nahe bringt, die heutzutage möglich ist, und sie befähigt, halt selbstständig ja, solche Fragestellen, solche Automatisierungstasks am Ende, ne, dann selbstständig zu lösen. Und ja. Das geht ja genau in diese erste Richtung, sozusagen die erste Stufe Low-Coding, sage ich mal, rein. Ne? Mm, absolut, ja. Was es ja auch viel einfacher macht in Zukunft, ne? Also einmal die Befähigung, das, was du gerade gesagt hast, also Menschen ja. zu befähigen, wirklich dann auch Eigenentwicklung im Unternehmen zu machen. Ja? Also dass genau. ich auch gar nicht mehr so diesem Fachkräftemangel ausgeliefert bin und die komplizierten ja. Programmiersprachen oder Fachkräfte ins Haus ja. holen muss, sondern dass ich halt auch mit Boardmitteln, ja, mit vielleicht Umschulungsangeboten auch im Unternehmen Eigenentwicklung anstreben kann und damit ja auch eine gewisse genau. Unabhängigkeit habe. Ja, genau. Also weil im Prinzip sind ja die IT-Abteilungen ja aktuell das Bottleneck. Ne? Also das ist der ja. Engpass, den wir haben in den Unternehmen. Ne? Und da sehen wir auch eine Überlastung an verschiedenen Stellen. Ne? Das also ich sag mal, ein ITler ist halt auch mal schnell Burnout gefährdet, ne? Weil es halt durchaus jetzt nicht ohne ist sozusagen, was da an Projektlast auf einen zukommt, so in dem Zusammenhang. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch in so einem IT-nahen Umfeld immer erstmal so eine Skepsis von den Low-Coding oder dem einfachen Ansatz. Ja, das ist ja nicht richtig, ihr macht das jetzt nicht richtig so in dem Zusammenhang. Ne? Und interessant ist halt schon, wenn man jetzt mal die beiden Welten zusammenbringt und sieht, okay, ich kriege ja eine Entlastung eigentlich auch dieser Pipeline halt eben hin, ne? Weil da halt viele kleinere Themen sozusagen gelöst werden können, ne, in dem Zusammenhang. Das schafft ja eine Entlastung auch bei der IT, ne, also bei den Entwicklern. Mhm. Und die können sich dann halt wieder, und das finde ich halt eben spannend, auf die wesentlichen infrastrukturellen, aber auch, ja, ich sag mal, Modul-Weiterentwicklungsthemen halt konzentrieren. Also da, das wird es halt auch immer geben. Und deswegen sage ich halt eben auch, dass, ich sag mal, Programmieren an sich eine gute Fähigkeit ist, so eine Eigenschaft, die man halt eben gerne erwerben kann. Das passiert ja jetzt mittlerweile auch in den Schulen. Ne? Und diese Fähigkeit wird auch meiner Meinung nach in Zukunft notwendig sein, um ja, ich sag mal, auch diese kontinuierliche Weiterentwicklung einer KI, einer Lösung sozusagen zu gewährleisten. Ne? Also wo es dann halt wirklich speziell wird, ne, in dem Zusammenhang. Ja, absolut. Sehr wichtiges Thema, sehr spannendes Thema und vielleicht auch noch die Perspektive dazu, weil ich mir gerade überlege, wenn ich Unternehmenslenker oder Lenkerin bin, ja. mittelständisches oder auch größeres Unternehmen, bis hin zum Konzern natürlich auch, ne, dann habe ich natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Was passiert, wenn mein IT-Chef ja, an Burnout oder durch Burnout ausfällt? Ja? Richtig. Dann ist natürlich, bin ich natürlich gut beraten, wenn ich, nehmen wir die Low-Code-Entwicklung, wenn ich mich da anders positioniert habe und wenn ich die Befähigung der Mitarbeiter habe stattfinden lassen, ja, also wenn ich dieses Know-how ins Unternehmen bringe. Ja. Ja, absolut. Wenn ich an Low-Code-Entwicklung denke, gibt es hier gleich einen Reminder in meinem Kopf, nämlich liebe Grüße gehen raus an Michael Menten und Sven Köhler von Dicor, die uns beide hier vernetzt haben. Und mit denen wir vier ja eigentlich, also wir vier ja auch zusammenarbeiten. Richtig, richtig. Genau.
Lieber Matthias, lass uns mal über dieses Social Coding Camp sprechen, weil das finde ich eine super spannende Geschichte, denn hier bringt ihr quasi Social Entrepreneurs und Coder zusammen. Was ist das genau? Was habt ihr da vor? Also aktuell ist es halt ein Pilot, den wir intern gestartet haben. Also Ziel ist es halt genau das, was wir jetzt, worüber wir gesprochen haben, in Action zu überführen. Also auf der einen Seite gibt es halt die vielen Coder, sag ich mal, oder diejenigen, die halt ein Interesse haben, ne? Meist auch, ich sag mal, eher jüngere Menschen, ne? die sagen, hey cool, eigentlich, ich wollte immer schon mal so lernen, wie man, ich sag mal, eine KI trainiert oder wie ich eine Applikation baue oder auch mal, wie ich Python programmiere. Ne? Also das gibt es halt durchaus auch. Das ist ein riesen Thema. Ne? Das hört man halt immer wieder und es gibt da halt diese Einstiegshürde, ne? Auf der einen Seite. Ne? Wo finde ich halt die passenden Tutorials, ne? den ersten Start, ne? Also wo fange ich halt eben an? Und dann, und was ich halt noch viel wichtiger finde, ist, wo finde ich halt einen Anwendungsfall, wo ich meine Kenntnisse halt auch sinnvoll einbringen kann. Ja, also ich erlebe viele Entwickler, also jetzt auch also Coder, die einfach Spaß dran haben, so sich da Gedanken zu machen, die einfach ein Thema nehmen, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Ne? Und dann ist halt eher die Idee der Treiber des Ganzen. Ne? Und das ist halt durchaus ein Problem, was wir halt in der IT haben, dass halt IT sehr stark Ideen getrieben ist. Ich persönlich bin auch ein Freund von Ideen. Ich träume halt auch gerne und denke halt gerne Sachen weiter. Aber es ist halt unglaublich wichtig, halt den Mehrwert halt mit reinzubringen. Also im Prinzip das, was die Welt sucht, was die Welt braucht. Ja? Und dafür brauchen wir die Entrepreneurs. Also diejenigen, die halt sagen, ey cool, ich habe jetzt hier wirklich eine Idee. Ich glaube an diese Idee, dass das Ding fliegen kann. Ne? Und ich möchte jetzt auch alles reinbringen, dass wir hier etwas aufbauen können. Und das möchte ich nicht alleine machen, sondern ich brauche dafür ein Team. Ne? Ja. Und gerade ne, Social Entrepreneurship, ne, das unterscheidet sich ja nochmal so zwischen dem klassischen Entrepreneurship, da wirklich dieser Aspekt halt reinkommt, theoretisch, ne, als Gesellschaftsform, ne, gemeinnützig. Ja, also da geht es jetzt gar nicht mal um wirklich das Unternehmen zu verkaufen, sondern halt wirklich stelle halt das höchste Ziel ist halt, ein System zu schaffen, welches halt selbstständig leben kann, ne, so in dem Zusammenhang. Und da gibt es viele Menschen, die genauso ticken, die sagen, hey cool, wir müssen was für den Klimawandel tun. Gegen den Klimawandel, ne? Also für Klimaschutz. So, ne? Und da gibt es so viele Ideen im Prinzip und lasst uns doch die Köpfe zusammenstecken. Und das Social Coding Camp ist genau dieser Brückenschluss zwischen diesen beiden Welten. Und zwar, ne, Social Coding bedeutet, wir machen halt einmal in der Woche, treffen wir uns zu einem Status oder Stand-up letztendlich, ne, wo wir halt alle zusammenkommen. Und da sind halt die Entrepreneurs halt auf der einen Seite dabei und die Coder. Ne? Die bringen wir halt zusammen. Die Coder, die halt gerne was lernen wollen, ne? Die gecoacht werden in dem Zusammenhang auch. Ne? Also die begleiten wir halt eben. Aber die bringen wir halt eben zusammen mit der Entrepreneurship-Idee. Mhm. Und für mich persönlich ist es halt ein ganz entscheidender Punkt, das Ganze nachhaltig zu entwickeln. Im Vergleich zu einem Hackathon, ne? Das ist ja auch so ein Format, ne? Jetzt Klima-Hackathon oder sowas, ne? So zwei Tage, wir setzen uns zusammen und brainstormen mal und dann kommen halt tolle Konzepte oder MVPs halt eben raus, ne? Aber das hat natürlich keine nachhaltige Wirkung und ich persönlich bin ein Freund davon, das Ganze in soziale Strukturen zu kippen. Also das heißt, die Leute lernen sich persönlich auch mal kennen. Ne? Also da machen wir Speed-Dating quasi, ne? So mit Idee und also Entwickler und Ideengeber kommen halt zusammen, sprechen halt eben darüber und sagen, ja cool, ne? das ist ein Thema, da will ich mitmachen. Ne? Da kann ich meine Fähigkeiten mal wirklich austesten, ne? Und da mache ich auch was Sinnvolles. Ne? Und Entrepreneur sagt, ey cool, jetzt habe ich ein Team zusammen, ja, dann damit kann ich was wuppen. Ne? Und das ist genau dieser Punkt, weswegen wir das halt eben wöchentlich machen. Ne? Wir haben anfangs der Woche, ne, Frühaufsteher, 7 Uhr, geht's halt los, ja, das ist noch schön vor der Arbeit. Ne? Treffen wir uns und dann legen wir uns einen Plan, ja, also was auch in der Woche getan werden kann. Also da auch auf freiwilliger Basis, ne? Das ist halt alles
Zumindest die Projekte, die wir derzeit halt eben da vorantreiben, ist halt ehrenamtliche Arbeit, ne? Dass sich die Teams dann selbst organisieren, ne? Also so wie man es halt klassisch von Scrum her kennt, ne? Dass man sich halt in der Woche dann als Follow-up sozusagen halt eben definiert, um halt in der nächsten Woche, ne, zu sagen, was ist halt das Ergebnis, wo stehen wir jetzt und wie geht's weiter? Ne? Und dann können wir halt wieder auch neue matchen, ne? In dem Zusammenhang. Ja. Vielleicht können wir hier einen kleinen Aufruf starten. Jetzt hören ja doch ein paar Unternehmen und Leute zu, die das spannend finden und vielleicht sich da ein Sponsoring vorstellen können, weil Ehrenamt in allen Ehren, aber das Ganze weiterzuentwickeln, braucht am Ende natürlich auch Geld. Ne? Klar. Sie können sich ja gerne bei dir, bei mir melden, inwieweit da Interesse besteht, gerade so junge, aufstrebende Sterne oder Teams, vielleicht auch zu begleiten ein Stück weit, weil ich habe das mal miterlebt, das war auch ein Startup, 8 Leute, also ein relativ großes Team für ein Startup. Mhm. Und die haben gesagt, wir werden jetzt am Wochenende eine Lösung entwickeln und eine Branche disruptiv hacken. Und da haben die sich einen Spaß draus gemacht und dann sind die an den See gefahren, haben LTE-Hotspot aufgebaut, jeder hatte seinen Lappy auf den Knien, ja. Und dann haben die angefangen, eine Website zu bauen, eine kleine Applikation zu bauen. Und dann war das tatsächlich nach diesem Wochenende fertig. Mhm. Ja, also die hatten in ihrem Team im Grunde die komplette Wertschöpfungskette. Der eine konnte halt Grafik, der andere oder zwei waren dabei, die haben gecodet und die nächsten haben was anderes gemacht und so. Und dann ging Newsletter raus, ja, und alle haben das gefeiert, dass man das innerhalb von 48 Stunden machen kann. Und die hatten ihren Spaß dran, ja. Ja, also, das ist super. Also man hat einfach dieses Teambuilding, man hat eine sehr kompakte Analyse von einem Geschäftsmodell. Mhm. Ja. Und danach geht das natürlich weiter. Und ich glaube, das könnte interessant sein für viele Unternehmen, die vielleicht sagen, ich schaue mir da einfach mal so ein paar Schnellboote an, ja, und beteilige mich vielleicht sogar auch an den Teams in irgendeiner Form. Ja. Absolut, cool. Ne? Also. Definitiv. Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein Stück weit die andere Form. Ne? Also du schlägst halt einen Weg ein, wenn du jetzt ein Unternehmen gründen möchtest. Entweder ne, ganz klassisch, ne, dass du halt irgendwo Richtung Kapitalisierung gehst, ne? Dass du halt schaust, dass du irgendwelches Funding halt eben bekommst. Ne? Das ist halt der eine Weg. Ich sag mal immer der Sprint, ne? So in dem Zusammenhang. Ja. Ne? Ja. Weil ja. Dann ziehst du halt bei im Silicon Valley ein und hast halt nur einen gewissen Zeithorizont. Ne? Oder du gehst halt in diesen Social Aspekt, wo du, finde ich, erstmal eine ganz andere Umgebung halt eben vortriffst. Und zwar Leute, die halt einfach intrinsisch motiviert sind. Ja? Ja. Und das ist halt eine ganz andere Motivation entsprechend, ne, wo man dann auch mal wirklich über einen gewissen Zeithorizont hinaus gemeinsam an der Sache halt bleiben kann, ne, dranbleiben kann. Ne? Und das ist halt eben wichtig, dass die Vision halt eben steht. Das ist auch eine Aufgabe für den Social Entrepreneur, dass halt die Vision gut und gut kommuniziert wird. Ne? Also das ist eins der riesen Themen halt eben dabei. Aber dann kann man halt wirklich Energie entfachen, die aus meiner Sicht wirklich game-changing sein kann. Ne? Also es kann halt wirklich die Welt verbessern. So, ne? Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Reminder, schön, dass du sagst, an dieser Stelle für alle etablierten Corporates, die vielleicht sogar manchmal der Meinung sind und sagen, ja, die jungen Generationen, die haben so gar keine Lust, ja, da fehlt der Antrieb. Also ich stelle immer wieder fest, in den Gesprächen mit diesen Leuten, mit diesen Generationen, habe ja auch ein paar Kinder, die ich da fragen kann, denen fehlt es nicht an Antrieb, sondern denen fehlt es an Impact. Also die Frage ist, was kann ich in deinem Unternehmen bewirken? Ja, ich habe keine Lust, an irgendeinem Fließband zu stehen oder irgendwas abarbeiten zu müssen, sondern was bewegen wir damit? Ja, also was verändern wir tatsächlich im sozialen oder ökologischen nachhaltigen Konzept? Ich sag mal, gerade für die junge Generation ist das ein vitaler Bestandteil. Ne? Das ist, also ich sag mal, da ist eher so das Gehalt halt ein Hygienefaktor geworden. Ne? Also das muss halt passen. Ne? Das ist auch wichtig, dass man halt auch gut qualifiziertes Personal halt eben entsprechend entlohnt. Ne? Aber
am Ende sind es halt andere Kriterien. Und aus meiner Sicht, so meine Erfahrung, gerade bei jüngeren Menschen, und ich arbeite halt sehr gerne mit jungen Menschen zusammen, da steckt halt viel Motivation. Also eine Form von Transzendenz, da wird es jetzt philosophisch letztendlich. Ne? Was will ich für einen Beitrag leisten sozusagen, ne? In der Welt? Ne? Und dieser Ruf des Beitrags ist halt viel stärker geworden, also jetzt in der Vergangenheit, finde ich. Ja, als Gewinnmaximierung unter dergleichen. Genau, ja. Genau. Absolut, ja, schön. Kommen wir zum zweiten Punkt auf unserer Agenda, Matthias. Ja. Ich versuche das hier sportlich abzureiten. Wir haben schon im Vorfeld gesagt, wir haben eigentlich noch mehr Themen. Wir müssten eigentlich noch ein Update machen. Absolut. Das zweite Thema war, dass die neue Stufe, hast du mir aufgeschrieben, des Online-Marketings. Das heißt, künstliche Intelligenz basierte Suchmaschinenoptimierung. Was verstehen wir unter dem Thema und was gibt es da Neues zu erwarten für alle Online-Marketer da draußen? Also im Prinzip geht das ja sehr stark auch in diese Thematik halt eben rein, was du ja eingangs auch schon gesagt hast, ne? Dass gerade durch die KI neue Felder sozusagen erschlossen werden. Ne? Content AI ist jetzt ein Thema, was ja im Hype-Cycle jetzt erstmal schön gehypt wird. Ne? Ich glaube, es wird nochmal gerade wenn es jetzt um DSGVO und beziehungsweise halt Datenschutzthemen geht, Rechtsthemen, letztendlich wird das nochmal einen Weg durchlaufen. Ne? Aber das, was wir technologisch gesehen zu erwarten haben, ist aus meiner Sicht, bringt halt ein Riesenpotenzial halt eben mit. Also wirklich verblüffend. Ne? Also es gibt ja diese Bibliothek, die ja von OpenAI entwickelt wurde, GPT-3. Der Experte weiß, wovon ich halt eben spreche. Das ist halt ein Transformer-Modell, mit dem es halt eben möglich ist, wirklich Texte zu schreiben auf Basis von einfachen Stichworten, Input, mit dem eigentlich ein Storywriter erstmal auch zu, ne, also muss erstmal auf diese Augenhöhe kommen quasi. Ne? Also es ist halt schon verblüffend, wie genau und exakt das halt eben sein kann, wenn man das Handwerkszeug in der Hinsicht halt eben versteht. Ne? Und aus meiner Sicht ist da, bricht da halt eine komplett neue Ära halt an. Und zwar wird das Thema ja mehr und mehr salonfähig. Ne? Du sagtest ja eben auch, es gibt Tools und Methodiken letztendlich, wie es mit denen es halt eben möglich ist, schnell und einfach halt Texte zu generieren. Ich persönlich sehe es halt immer noch in einem Rahmen der Assistenzfunktion. Also ne, du kannst jetzt nicht sagen, ich brauche jetzt zu dem Thema Startup eine neue Webseite und das System baut das halt eben von selbst. Aber es ist halt überall so bei der KI. Du brauchst halt irgendwo einen Systemrahmen, den du einer KI halt eben gibst. Und dieser Systemrahmen ist aus meiner Sicht, und da sind wir jetzt eben auch bei Quandes derzeit dran, haben wir jetzt auch eine Kooperation mit der Universität Bochum gestartet, wo wir genau an dieser Stelle halt arbeiten, dran setzen. Also inwiefern kann man, das Thema Keyword Research, ne, ganz klassisch, Online-Marketing, ne, das halt verbinden, ne, mit dieser Content-AI-Thematik. Ne? Also Keyword, vielleicht um das so ein bisschen nochmal aufzureißen, was das bedeutet. Ne? Jetzt, wenn man Blogger ist, dann macht es ja keinen Sinn, einfach irgendwas zu schreiben, sondern es sollte ja zielgruppenspezifisch sein. Also insbesondere sollte man halt das Wording und die Informationen oder den Text verwenden in der Form, dass die dass eine Zielgruppe das für relevant hält. Also das ist ja der entscheidende Punkt. Und wie kriege ich das halt raus? Ich kann halt einerseits halt Marktforschung betreiben und halt meine spezifische Zielgruppe, ich bin immer ein Freund davon, lerne deine Zielgruppe kennen, sprich mit denen auch mal, das so zu erschließen. Oder ich nehme mir halt eben Daten, die halt im Web oder beziehungsweise verfügbar sind, die Google zum Beispiel zur Verfügung stellt, und erschließe mir im Prinzip den Kontext, in dem meine Zielgruppe unterwegs, also sich befindet, das Wording letztendlich. Ne? Also ganz klassisch, ne? Was sucht meine Zielgruppe bei Google? Ne? Also das, ne, der mein Kunde, ne? Mit welchen Wörtern geht er halt eben auf die Reise? Ne? Was sind die Fragen, die er stellt und dergleichen? Ne? Und
Von der Seite her kommend ist es halt eben wichtig, sich im Online-Marketing halt eben zu positionieren. Mhm. Und was halt technologisch halt mittlerweile möglich ist, ne, du kannst halt dich bezüglich eines Keywords oder dergleichen halt genau Analysen oder Daten sozusagen beziehen. Aber du kannst auch mit Crawling-Mechanismen, mit einer Aggregationsmethodik zum Beispiel dir den Kontext anschauen. Also wer ist im Prinzip als Wettbewerber ja schon bei dir unterwegs? Ne? Also wer hat sich halt ähnlich so positioniert? Welches Wording verwendet der? Was für Keywords und dergleichen? Ne? Das heißt also, du kriegst, ne, nutzt mal auch wieder NLP-Methodiken, ne? Du kriegst halt also aus diesem Konglomerat, was Google dir eigentlich schon mitgibt, kriegst du halt die passenden Informationen schon mitgeteilt, ne? Und kannst das, und das ist halt dann entsprechend ein Content-Briefing für eine Content-AI. Also relativ simpel, ne, in dem Zusammenhang. Ja. Was ich da eben auch einen absoluten Game-Changer finde, nimm mal das Thema Personal Branding. Ja? Also jetzt, wo wir auf das Metaverse zusteuern, wo es immer wichtiger wird, eine eigene digitale Identität aufzubauen. Ja? Mhm. Und da kann man an dieser Stelle wirklich nur jedem raten, möglichst frühzeitig damit anzufangen, ist halt tatsächlich jeder mit diesen Tools in der Lage, was früher vielleicht von Experten oder auch nur Agenturen gemacht werden konnte, sich in seiner Positionierung im Markt selbst zu kümmern, KI-basiert, ja, und seinen Podcast nach vorn zu bringen, seine Personal Brand, seine Expertise besonders herauszustellen und so weiter. Also wirklich ganz dezidierte Zielgruppenansprachen zu machen. Das ist, finde ich, der Change überhaupt im Online- oder Digital-Marketing. Ja, absolut. Ich meine, was ich jetzt ja erwähnt habe, das ist ja im Prinzip so der klassische Weg. Ich positioniere mich auf als Webseite, ich sag mal, mit dem Content statisch mehr oder weniger. Das ist halt das, was ich schreibe. Blog ist halt quasi statisch. Ich gebe halt immer wieder ein Update. Aber wenn wir uns natürlich in den Bereich Social Marketing halt eben begeben und Metaverse ist nochmal noch ein abstrakterer oder noch ein weiterer Schritt im Prinzip, ne? Da muss ich ja ständig im Prinzip immer die passenden Themen halt eben reinbringen. Und umso wichtiger ist es halt, einen guten Überblick zu haben der Themenfelder, die jetzt gerade relevant sind. Also die gerade auch vielleicht einen neuen Trend hat, eben wo ein neuer Trend sich entwickelt. Also ich muss halt im Prinzip, eigentlich bin ich als Personal Brand immer auf Achse. Ich muss ja im Prinzip immer die Impulse, die ich von irgendwo her bekomme, entgegennehmen und damit was machen, sozusagen. Ja. Also das ist halt, ich bin ja im Prinzip ständig unter Strom. Ja. Und das kann natürlich auch eine gewisse Reizüberflutung dann halt eben bedeuten. Und warum nicht da halt weitergehen? Und das ist jetzt genau dieses Thema, was ich halt eben angesprochen habe. Warum nicht da halt eben weitergehen und sagen, okay, lass doch da eine KI-Assistenz halt eben auch für dich mit vorfiltern, ne? Das Ganze halt eben vorlegen und dergleichen. Und das ist halt mittlerweile technologisch halt eben möglich, ne? Also ich sage halt jetzt nicht, das ist ein Vollautomat, ne? Das wäre halt gefährlich, das wäre sogar fatal. Man weiß ja jetzt eben auch, wenn man jetzt irgendwie einen Chatbot, gab es ja auch diesen Fall, Microsoft hat jetzt einen Chatbot gestartet und irgendwann wurde er halt rassistisch, ne? Weil halt die Leute den nur mit rassistischen Texten sozusagen trainiert hat. Ne? Das ist halt immer noch ein Rahmen, der jetzt nicht komplett frei ist. Ne? Ein Turing-Test, den würde ich jetzt noch nicht unbedingt als bestanden halt eben sehen, so nach dem Motto. Ne? Aber im Prinzip geht das in diese Richtung, dass ich mir die 80% der Zeit sparen kann. Ne? Das maximal, ist halt eben absolut. Ja. Und das ist natürlich auch Berufsfelder komplett umkrempelt. Also schauen wir uns die Online-Marketing-Agenturen an, schauen wir uns die Advertiser an, ja. Ich bin auf einmal als, ich sag mal, Normalsterblicher konkurrenzfähig durch diese Tools. Ja. Mir fällt gerade was ein, Matthias. Hast du Lust, dass wir bei uns in der Community auf der Plattform, wir haben ja im Markenrebell.space da eine eigene Community eingerichtet, dass du uns das mal zeigen kannst, wie sowas funktioniert? Wie man so ein Tool bedient? So eine Demo, ja klar. Ja, kleine Demo. Wir können es mal organisieren. Finde ich total cool. Ja. Das treibt mir auch zu meiner nächsten Frage. Kannst du uns Tools empfehlen, wo du sagst, die lohnen sich mal wirklich anzugucken?
zu dem Thema, ne? Entsprechend. Ja. Also KI, SEO. KI und SEO. Also es gibt natürlich schon so ein paar Tools, die in diese Richtung gehen. Ne? Und das ist natürlich immer so bei einer Technologie jetzt ganz klassisch, ne? Wenn man jetzt OpenAI verwenden möchte, ne? Und sich so ein bisschen mit diesem Prompt Writing, Prompt Engineering halt eben auskennt, dann ist das halt die Stelle der Wahl, weil dann bist du halt an der Quelle. Ne? Im Prinzip kannst du dir dann im Prinzip die Texte selber generieren lassen. Ne? Das ist natürlich jetzt für eher den Coder gedacht, ne? Also so der erste Schritt, ne? Aber auch offen. Ne? Also das kann halt jeder nutzen. Ne? Ja. Wer halt eben Bescheid weiß, wie das funktioniert, ne? Prompt Engineering, der kann halt eben damit halt arbeiten. Die nächste Stufe ist, und das merkt man jetzt eben auch, dass halt viele Startups sich darum entwickeln. Die jetzt genau dieses in ein Geschäftsmodell halt eben bringen. Ne? Das heißt also, es gibt halt jetzt Tools, Writer zum Beispiel. Das nutzt übrigens auch der Jacob, glaube ich, ganz, ganz gern. Ist ja auch Teil der Community. Ne? Da ist es halt eben möglich, ich sag mal, so über einen strukturierten Ansatz. Ne? Das ist jetzt wirklich, ich gebe jetzt ein Keyword ein, paar Sätze, dann generiert mir das System, ich sag mal, eine Liste von Überschriften, und die kann ich dann halt eben weiter ausdetaillieren. Ne? Also dann gebe ich da halt noch ein paar Keywords mit rein oder passe halt die ausgegebenen Keywords an und gehe im Prinzip da auf den Weg. Ne? Dann kann ich halt eben wirklich so interaktiv sozusagen mit dem System arbeiten, bis ich an diesen Punkt komme, wo ich sage, okay, und jetzt kann ich es übertragen, jetzt kann ich halt entsprechend damit dann halt eben arbeiten. Dann auf der anderen Seite gibt es, ich erzähle das so ein bisschen, es ist aktuell nämlich noch stückhaft. Ne? Es ist Stückwerk, es ist noch nicht so dieses, wir sind noch nicht an diesem Punkt gekommen, wo es halt wirklich diesen allgemeinen Service halt eben gibt. Aber der Input, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, der Input ist schon mal super. Also AI Writer heißt das Tool, was der Jakob, glaube ich, verwendet. Genau. Jakob, du hörst das sicher. Bitte korrigiere uns in den Shownotes, wenn wir das richtig falsch sagen. Was auch noch ein interessantes Tool ist, ist Jasper. Weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Same, also Funktionsumfang ähnlich. Ich meine, das ist halt ein direkter Competitor im Prinzip in diesem Bereich. Also ähnlicher Funktionsumfang, soweit ich das weiß. Ne? Also wir haben uns auch einige Tools halt angeschaut in dem Zusammenhang. Ne, und auch da mehr so dieses, ne, ich habe eigentlich eine Idee und schreibe halt ein paar Bullet Points und generiere daraus dann halt eben den Code. Dann gibt es eine große Initiative, oder beziehungsweise merkt man halt jetzt bei diesen ganzen Keyword Research Engines. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt über Suggest oder halt Ahrefs oder sowas mir anschaue, dann sind da mittlerweile Plugins halt eben mit dabei. Das ist dann halt eher experimental, wo im Prinzip auf Basis der Keyword Research, ne, im Prinzip einen Text sozusagen autogeneriert werden kann. Meine Meinung nach ist, das steht natürlich auch noch sehr, sehr stark in den Kinderschuhen. Also da kommt man wirklich nicht unbedingt sehr weit mit. Ne? Und das ist im Prinzip so ein Fenster, und deswegen, da sind wir jetzt im Prinzip auch bei Quandes halt eben jetzt unterwegs, ne, wo wir eben sagen, lass uns das doch komplett, ne, end-to-end halt eben betrachten und eben sehen. Ja. Ne, sei es halt über eine, was ich eben schon gemeint habe, ne, über einen, ich sag mal, Google Extraction Ansatz. Ne? Ich schaue mir halt die Wettbewerber an. Ich persönlich bin ein Fan davon oder ein Freund davon, erstmal auch zu schauen, was gibt es auf dem Markt, ne? Bevor ich halt mich komplett unabhängig davon, von dem Kontext sozusagen platzieren möchte. Ne? Das ist das Wichtigste, glaube ich. Also man muss unbedingt vorher erstmal eine Research-Phase machen, weil das ist ja der Fehler, den viele machen. Ja? Die stürzen sich auf voller Begeisterung, Hingabe und Liebe zu ihrer Idee oder ihrem Produkt ins Getümmel und entwickeln sogar oder investieren sogar, ja, ohne zu wissen, was macht eigentlich der Markt oder gibt's der, richtig, ist der Bedarf richtig überhaupt da? Ja, absolut. Richtig, ne? Weil, also ich sag mal, Innovation entsteht da, wo ich halt einen Transfer halt schaffe, ne? Also eine Technologie oder eine Idee halt übertrage in einen anderen Kontext.
Innovation ist nie, also ich bin halt immer auch vorsichtig, wenn halt irgendjemand sagt, ich habe hier was ganz Neues. Also es gibt da so ein paar Startups, die das hingekriegt haben. Das sind dann halt die Unicorns, ne? Aber das ist halt schon sehr, sehr selten, ne? Also sondern es ist halt immer so ein bisschen dieser Kontext, ne, aus einem Kontext, den zu verstehen, das ist halt eben wichtig, ne? Und deswegen ist halt sowohl den Kunden zu verstehen, als auch den Wettbewerb, ne, zu analysieren und sich da halt eine Positionierungsstrategie halt zu erarbeiten, das ist halt eben wichtig. Und genau das mache ich eben auch jetzt, wenn ich diesen ganzen Prozess end-to-end betrachte, ne? Also ich nehme halt die Keywords, die wo ich halt gut ranken kann, ne? Das ist ja das Thema Ranking auch, ne? Und schau mir an, was halt die Wettbewerber dahingehend sich da platzieren und wie die auch ihre Texte sozusagen platziert haben. Es geht ja dabei auch darum, dass der Content, den ich generiere, ne, dann auch sehr stark stärker eigentlich ist als das, was die Konkurrenz halt hat. Und gerade als Startup hast du noch nicht so viele Backlinks, ne? Du hast eine relativ geringe Domain Authority, ne? Und also du musst ja dir erstmal einen Namen machen. Und deswegen ist es halt eben wichtig, dass du halt sehr, sehr guten Content halt eben generierst. Ne? Und deswegen auch nicht dieser Plus-Button, beziehungsweise ich drücke auf einen Knopf und dann hat die KI was gebaut. Das wird nicht funktionieren. Sondern es ist halt sehr, sehr spezifisch darauf abgezielt. Aber das ist immer so das, auch jetzt zum Beispiel im Buch Kopf schlägt Kapital, wenn du halt wenn du halt drei Themen zusammenführst, ne, dann hast du eine sehr, sehr gute Idee, eine sehr gute Innovation. Und genau das ist das, was wir halt eben mit unserem Thema halt verfolgen wollen. Ne? Ja. Deswegen predige ich auch immer, Leute, macht einen Podcast, da hast du Unique Content, so wie wir den jetzt gerade kreieren. Ja, du kannst natürlich in den Shownotes mit Transkript und künstlicher Intelligenz dafür sorgen, dass dieser Text, der dann daraus entsteht, auch optimiert ist für Suchmaschinen und dann natürlich auch für mehr Sichtbarkeit sorgt. Ja, also, wäre mal ein interessantes Challenge, ehrlich gesagt. Ne? Also du kannst ja wirklich das transkribieren und hast im Prinzip sehr, sehr qualitativ hochwertigen Content schon. Ne? Na klar, also, das ist die Idee. Ja, also das ist für jeden, der es noch nicht wusste. der Tipp, gerade wenn man startet mit einem Podcasting. Ich bin ja ein Verfechter davon, dass du fürs Podcasting nicht unbedingt Reichweite brauchst. Ja? Mhm. Du brauchst ja nur die richtigen Leute im Podcast einladen und mit denen arbeiten, mit denen Projekte machen, mit denen kreativ sein, deine Neukunden. Und wenn du es dann schaffst, von Anfang an vielleicht diese Podcast-Formen Folgen in Form von Transkripten, also erstellten Blogartikeln, also die Lesbarkeit der Audiospur im Grunde in Form von Text auch suchmaschinenoptimiert zu veröffentlichen, naja, dann hast du 100 Punkte. Dann brauchst du nicht mehr so viel. Absolut. Ich meine, es ist ja immer die Herausforderung, also das finde ich halt beim Podcast ganz interessant, auch während wir jetzt so sprechen, die Herausforderung ist ja der Anfang. Ja, also wo fange ich halt eben an? Was sind halt eben die Aspekte, ne? Und geht mir persönlich halt so, wenn ich halt das was schreiben möchte, ne, weißes Blatt Papier, ne, das ist halt erstmal relativ schwierig. Dadurch, dass du jetzt entsprechend die passenden Fragen stellst, ne, habe ich halt direkt eine Struktur halt eben vorgegeben. Ich kann darauf antworten, ich kann interagieren sozusagen, ne? Und das schafft halt idealen Content, im Prinzip den, der auch eine gewisse Relevanz dann halt eben trägt, ne, für die Zielgruppe. Aber auch dafür gibt es, weil das ist oftmals die Angst von vielen, dass sie sagen, oh, Podcast-Folgen, da komme ich nicht über die 10. Folge oder so. Ja, also wir haben ja gar nichts zu erzählen. Wir haben jetzt über 1000 Folgen produziert. Gibt es auch tolle Strategien, wie man sich über so ein, ich nenne das Content Journal, immer wieder auch neuen Content entwickelt, der ja zwangsläufig kommt, weil du einfach mit den Leuten redest, ja, weil dir irgendwas passiert, weil du irgendwas in einen Kontext stellst oder Metaphoriken entwickelst oder Perspektivwechsel oder was auch immer. Ja. Also da gibt es ja ganz viele Strategien. Aber darüber unterhalten wir uns nach diesem Podcast, über deinen Podcast. Sehr gerne. Lieber Matthias. Matthias, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich habe noch so ein paar Personal Insights-Fragen an dich. Ja, klar, gerne. Würde die jetzt stellen, du versuchst so kurz wie möglich darauf zu antworten. Okay? Bist du ready? Spannend. So die erste Frage ist immer so unser berühmter Elevator-Pitch. Wer bist du und was macht dich aus in einem Satz? Ja. Also ich bin Matthias Stephan, Gründer von Quandes und bin ein Verfechter davon, dass gute Ideen weitergedacht werden sollen und Ziel ist es halt, das wirklich in Umsetzung zu bringen. Und wir unterstützen den Gründer
ne, die den Ideengeber halt dabei mit Methodik, ne, auf der einen Seite, aber auch technologischer Unterstützung, sei es halt Richtung KI. Mhm. Sehr cool. Gehen wir mal auf die Methodik ein. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Das hast du auch ganz am Anfang unserer Podcast-Folge gesagt. Wenn du deine Methode jetzt im Kopf hast, von der Idee zur Innovation oder zur Umsetzung, was ist so der wichtigste Punkt, auf den du hinweisen würdest, der niemals vergessen werden darf? An was muss ich denken? Es gibt viele, ne? Also im Prinzip, das könnten wir jetzt auch einen neuen Podcast erstellen, aber du sagtest ja, kurz. Was ich halt wichtig finde, ist halt so ein Thema Startup Thinking, wenn du jetzt eine Idee hast, nicht sofort loszulegen, sondern einmal nochmal einen Step Back zu machen. Und zwar zu schauen, inwieweit wirklich deine Idee ein real existierendes Problem halt eben löst. Das ist halt das, meine Erkenntnis, die ich halt also meine Erfahrung halt eben mitgebracht hat jetzt in der Vergangenheit, ne, dass da viel Energie verloren geht, einfach darin, dass dann am Ende eine Enttäuschung da ist, ach, die Zielgruppe oder das Thema existiert halt eben nicht. Ja. Und das ist, finde ich, der erste Schritt. Ich könnte jetzt noch ein paar weitere erzählen, aber das, was mir so dabei einfällt. Das, ich finde das auch noch wichtig, muss da jetzt kurz drauf eingehen, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist. Ich finde, dass es eine Symbiose sein muss mit einer Idee. Weißt du, eine Idee muss sich auch um dich bewerben. Das heißt, nicht du beatmest die ganze Zeit die Idee und bist Feuer und Flamme und arbeitest dich da rein, inklusive Betriebsblindheit mit allem, ja, sondern es tut eben auch gut, diese Idee zu hinterfragen und zu sagen, bist du wirklich so gut? Ja, also bist du wirklich reif für den Markt? Viele Ideen, die wir in der Vergangenheit hatten, die waren einfach viel zu früh, ja, zum falschen Zeitpunkt. Das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt, dass du denkst, oh wow, da gibt es einen Riesenbedarf im Markt, der offenbart sich auch, aber der Markt ist noch nicht bereit dafür. Ja, es sind so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ja, ja, absolut. Wofür würdest du in der Nacht aufstehen? Das ist eine gute Frage. Schöner Sprung. Ja, das stimmt. Also in der Tat, ich für eine morgendliche Joggingrunde, da stehe ich gerne auf. Also, ne, das ist halt genau dieses Mindset, was ich da auch immer gerne mitgebe, anderen Menschen eben auch zu sagen, hey, nutze den Tag, nutze halt die Chance entsprechend, die dir auch am Morgen halt eben zur Verfügung steht, weil da kannst du gestalten im Prinzip. Ne? Und deswegen, ich bin zum Beispiel ein Freund davon, laufen zu gehen, ne, zu joggen, weil da kann ich halt eben kreativ auch mal nachdenken, da kann ich halt meinen Tag sortieren sozusagen und dafür stehe ich halt auch auf. Ne? Also wenn das jetzt mal so übertragen jetzt absolut. Die Antwort. Ja. Guter Tipp, Sport am Morgen sowieso. Ja. Gibt es ein Buch, was du uns empfehlen kannst, was für dich einen besonderen Mehrwert hatte? Also ich bin ein Freund von Stefan Mehrath. Also ich weiß nicht, ob du die Reihe kennst. Natürlich, er war schon hier im Podcast tatsächlich. Ach wirklich? Ja, also, natürlich. Wir hatten sie alle also, schon. Ja, das ist okay, interessant. Ja, den Stefan Mehrath zum Beispiel, also der bringt halt diesen Aspekt Unternehmertum auf den Punkt gebracht. Also ich in der Hinsicht, dass ich wichtig, also ne, in einem zweiten Schritt, sobald halt eine Idee fliegt, ich halt es schaffe, mich aus dieser operativen Verantwortung herauszunehmen und im Prinzip ein System zu entwickeln, welches halt eigenständig laufen kann. Ne? Und dieser Aspekt, also der erste Teil, jetzt könnt ihr noch philosophieren über den zweiten und dritten Teil, so hochspannend, ja, aber finde ich eins der Grundsätze, ne? Also gerade um jetzt einen Unternehmer auch zu schützen, also dass der halt wieder Flexibilität halt eben mit reinbringt und auch wieder das offene Mindset, um sich einer einem sich ändernden Rahmen wieder zu stellen, quasi, ne? Dass das halt eben möglich ist. Ne? Das, ich finde das Buch großartig. Ja, ich glaube, das Buch heißt Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Richtig, richtig. Ja. Und im Wesentlichen eigentlich auch arbeite nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Und wie machst du das? Genau, was du gesagt hast, das System. Ja.
Und schön geschrieben übrigens auch für alle, die jetzt hier kein neues Lehrbuch brauchen, sondern es ist so wie eine Geschichte, ne? Ein kleiner Roman. Ja, genau. Es gibt das gibt's auch bei Spotify, soweit ich weiß. Ne? Also oder zumindest Audible, ne? Kannst du beim Joggen halt sehr gut hören. Unbedingt. Ne? Ja, also, ja, so, ne? Das ist gut. Ja. Wir packen natürlich, wie ihr wisst, da draußen alles in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge, auch alle Kontaktdaten zu Matthias. Und zu Quandes und zu allem dem, was wir hier gerade aufgezählt haben. Und den ganzen Tools natürlich. Lieber Matthias, ich danke dir sehr für deinen Besuch heute und ich würde gerne dir das Schlusswort für diese Podcast-Folge überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Das ist eine gute Frage. Ich finde, ein Thema ist halt auch so ein bisschen ein persönliches Thema, ist eine gewisse Gelassenheit bei den Menschen und bei einem selbst sozusagen. Also egal wie sehr man in einem Passion-Rahmen unterwegs ist, ne, dein Thema, ne, das du voranbringen möchtest, ne, es gibt halt immer die Welt, die halt anders tickt als du selbst. Und es hilft halt schon an der einen oder anderen Stelle, ne, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sich zu besinnen und zu sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben, ja, und ich werde halt auch an der einen oder anderen Stelle halt mein Bestes weitergeben, das ist halt meine Passion, aber ich kann halt eben loslassen. Und ich glaube, da steckt halt so viel Konfliktpotenzial drin, wenn man es halt eben nicht kann, ne, und ich glaube, die Welt wäre eine andere, wenn wir auch mal an der einen oder anderen Stelle loslassen könnten.